Vier Männergruppe, vier Freundegruppe. Verabschieden wir leider auch Ilja. Ja. Ilja, du bist ja, sehr spontan gekommen. Ja. Und wir hoffen, dass du noch öfter spontaner kommen wirst. Du hast es angekündigt. Ja, diesmal dann geplant. Egal wie. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn wir dich dieses Jahr wieder begrüßen können. Und wünschen dir ja, alles Gute. Viel Freude mit Deutsch weiterhin. So viel wir haben auch. Enthusiasmus, dass du doch für dieses Land und für diese Sprache auch hast, dass du ihn mit nach Hause nimmst, weiter pflegst. Herzlichen Glückwunsch auch vielen, dir. Vielen Dank. Und alles Gute und Applaus für Ilja. Warum nicht Dr. hier bin ich einfacher? Ja, aber das ist ja ein Zertifikat. Wir haben gedacht, wir machen es offiziell. Und jetzt kommt eine Rede. Ja. Eine kleine. Ja. Ich möchte das Wort ergreifen. Ich hoffe, ich darf lesen, um ohne Fehler alles zu sagen. Ich habe ein bisschen Griffenheit. Das ist meine erste Rede auf Deutsch. Vor Leuten und meine Redekunst auf Deutsch ist nicht perfekt. Ist nicht noch. Liebe Alexandra und liebe Lehrer, ich möchte ein paar herzliche Worte sagen. Als habe ich vor einem Monat spontan den Platz für den Deutschkurs ausgewählt habe. Ich habe mir zu etwas Gutes wie Treffpunkt Schule gar nicht getroffen. Ich weiß jetzt, dass die Wirklichkeit über meine Erwartung ist. Und damit ist alles gesagt. Ich bin Ihnen von ganzem Herzen dankbar und ich weiß, was ist Herz. Ich hoffe, die Schule und ihr wunderbares Team helfen mir, dieses sehr große und schwierige Problem Deutsch lernen zu lösen. Aber sogar jetzt kann ich sehr gut fühlen, dass mein Deutsch besser als am 3. August ist. Oh, das können wir bestätigen. Super. War wirklich sehr ergreifend. Du hast das Wort ergriffen. Für uns war das sehr ergreifend. Und auch, wie schon Cenka gesagt hat, es gehört Mut dazu, auch das erste Mal in einer fremden Sprache vor anderen zu sprechen. Du hast das souverän gemacht. Kompliment. Und ich denke, du bist auf dem Weg, dein Ziel zu erreichen. Ganz nah. Ganz, ganz nah. Gut, dann bitte auch die Gruppe nochmal nach vorne. Die Gruppe. Mit den Kolleginnen und Kollegen. Wo ist Carlos? Carlos hat sich zu sehr an uns.